irgendwo. Okay. Ja, das ist so, ist immer so ein bisschen Heimat, so eine Tankstelle. Also eigentlich sind ja hier nur Berge und Natur und dann steht hier mittendrin so ein Ding. Ja, und wir sind gerade auf dem Weg in unser Safari-Hotel. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Ich weiß nur, dass wir keine Fernseher haben. Und die und wir sind alle ziemlich müde. Die anderen schlafen gerade alle im Auto. Ich glaube, wir fahren nicht mehr so lange. Also irgendwie noch eine Stunde, glaube ich, oder sowas. Und dann sind wir da. Ich bin gespannt. Wir wollten ja eigentlich noch eine Safari machen. Mal gucken, wann wir da heute ankommen und ob da irgendwas in der Nähe ist. Einen kleinen Löwen mit ins Zimmer nehmen. Ich finde es echt schön, dass man hier das noch in so in der freien Natur einfach Tiere sehen kann. Da hätte ich auch echt mal Bock drauf. Also solange man die nicht stört und die echt ihre Ruhe haben, finde ich das super. Guck mal hier, neues Tomcat. Und das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. Jetzt sag mal, wir sind doch jetzt nur 10 Kilometer weit gekommen jetzt, oder nicht, für den ganzen Fahrten. In Deutschland schrubbe ich 1000 Kilometer runter in einer Stunde. Aber gar nicht anhalten. Alter, Leute, ey, wenn das morgen so ein Wetter ist, dann drehen. Dann können wir das Video nicht drehen, ne? Afrika geht echt. Können wir noch mal Urlaub machen, Alter. Hier werden wir auf jeden Fall nicht von ein paar Paparazzi. Ey, hier kann man Quad fahren, haben wir gerade gehört. Ey, das wäre jetzt geil. Ey, wenn wir hier Quad fahren können, dann fahren wir jetzt sofort Quad hier. Ist das krass, ey Leute, wir sind hier mitten in Afrika. Nirgendwo, in so einem Hotel. Ist das krass. Voll heftig. Guck dir mal unsere Autos an. Wer ist jetzt was und dann starten wir los. Die Pfütze ist meine. Oh Leute, ich will am liebsten durch nackt fahren. Nackt? Nackt wollen wir nicht im Auto zu den Häusern? Aber das Doofe ist, dass unser Kameramann uns immer nackt nicht filmen will. Und wir wollen unbedingt immer nackt ins Fernsehen, aber der weigert sich. Ja, das Problem ist einfach, dass er nicht so einen großen schwarzen Balken für dich hat. Und ihr sollt jetzt wieder in so einem Häuschen Video machen? Ich glaube ja. Die riecht so nach Natur. Super. Ja, Feuer brennt. Alles klar, was man braucht. Ja, einen schönen Schlüssel einfach. Ist dein Haus? Naja, meine Bleibe. Und jetzt hier nicht alle hier mit den nassen Schuhen auf dem Teppich. Das ist der geil. Flying V. Sehr geil. Blau drunter lackiert und dann Silber drüber. Bum, 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 bum. Wenn Tom sogar die hässlichsten Klamotten dieser Welt anhat, sieht er trotzdem noch geil aus. Ich will meinen auch mal lassen. Nein, Tag. Am Dumpfschnitt. Ja, hier gibt es keinen TÜV, glaube ich. Override. We'll have to need to try and fix it. Okay. That's why I'm sorry about the whites and everything. It's a bit difficult. Guten Tag.
Tja. Das geht gar nicht mehr an da, oder was? Nee. Die Batterie leer, weil Bill so lange gestartet hat. Ich muss meine Sachen trotzdem waschen. Das Wandern ist des Müllers Glück, das Wandern.